Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr bei dieser besonderen Episode dabei seid. Wir haben natürlich ein bisschen länger nicht mehr gespielt und wir müssen mal... Boah, das war knapp. Müssen wir gerade ein bisschen helfen hier. Denn auf Jakku ist gerade wieder das Chaos los. Und erinnert euch sicherlich daran, dass ich euch mal erzählt habe, dass Star Wars Battlefront keine Inhalte von den neuen Filmen spendiert bekommen werden, da die Entwickler gesagt haben, ey, wir fokussieren uns ausschließlich auf die alte Trilogie. Und das ändert sich jetzt, denn es ist so, dass man den vierten Download-Content im Rahmen der Star Wars Celebration des Gaming-Panels angekündigt hat. Und so dürfen wir uns auf Rogue One freuen, ja, dem Film, welcher als Spin-Off im Dezember im Kino kommt und zwischen Episode 3 und 4 spielt, wo unter anderem auch Darth Vader bestätigt wurde. Und ich bin ziemlich gespannt. Power, sag ich nur. Und die Helden werden auch die Hauptprotagonisten aus dem Film sein. Das finde ich mega cool. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Also man spielt wirklich keine unbekannten Gesichter. Zudem ist es so, dass wir die Map Scarif bekommen, ich glaube die heißt so. Und dort ist es so, dass diese Tropeninsel, dieser Tropenplanet mit dem hellblauen Wasser, ja, ich weiß nicht, ob ihr das Bild gesehen habt, welches im Netz jetzt rumgegangen ist. Ah, Mist. Welches im Netz rumgegangen ist, aber es sah richtig, richtig gut aus. Und es gab jetzt auch einen Making-of-Trailer von Rogue One. Ich bin da ziemlich gespannt, ja, drauf. Und ich freue mich auch, Hammer, wird Hammer. Aber jetzt zurück zum Todesstern-DLC. Wo habe ich überhaupt da schon was zu gesagt? Zum dritten DLC, zum Todesstern-DLC, habe ich auch noch ein paar Neuigkeiten. Und zwar wird es so sein, dass wir die Helden Chewbacca spielen dürfen. Das wurde ja auch mal Zeit. Und den Kopfgeldjäger... Alter. Und den Kopfgeldjäger Bosk, ja. Chui ist natürlich ganz klar, es wurde mal Zeit, dass der haarige Fellberg oder wie ich ihn auch nenne, der treue Freund von Han Solo, natürlich an der Seite in den Kampf zieht. Und beim Todesstern-DLC wird es auch machbar sein, dass ihr in den Graben des Todessterns fliegen könnt. Ihr erinnert euch an die legendäre Szene aus Star Wars Episode 4 oder Star Wars Episode 6, in der Luke ja mit dem X-Wing in den Graben fliegt. Oh, ich kenne die gar nicht. Guck mal, das sind ja diese neue Garde oder was es ist, ne? Ich habe die noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt auch im Battlefront vertreten sind. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich mich ziemlich auf den Todesstern-DLC freue, denn es ist endlich machbar, dass man Raumkämpfe erleben kann, ja. Und es ist die Frage, wird es so sein wie im Battlefront, dass man in eine Raumstation fliegen kann und zum Beispiel da die zerstören kann und dann einfach wieder rausfliegen kann? Oder sind das dann wie bei dem, bei der Jägerstaffel-Modus, dass man da einfach da rumherum fliegt? Man hat aber im Teaser-Trailer und in den neuen Screenshots gesehen, dass es auf jeden Fall Sternzerstörer geben wird. Es sind super viele Raumschiffe in der Luft, überall fliegen Laser rum und so weiter. Ihr kennt das ja. Meiner Meinung nach kommt das ein bisschen zu spät und es wird sicherlich auch wieder ordentlich was kosten. Wobei man natürlich, wenn man den Season Pass DLC hat, ja, da hinten läuft Lando, der hätte sich auch mal nicht geträumt, hier auf Jakku unterwegs zu sein. So, und ich bin mal mega gespannt drauf, auf jeden Fall. Es soll im Herbst erscheinen und der Rogue One DLC soll im Dezember erscheinen, also nicht wie geplant 2017, sondern früher. Das wird auch, glaube ich, der letzte Download-Content für diesen Star Wars Battlefront-Teil sein. Ich denke mal, der nächste wird dann vermutlich mit, beziehungsweise die werden dann mit den Arbeiten an Battlefront 2 beginnen. Und es sind so viele Star Wars-Games zurzeit in Planung, die uns dann noch dieses Jahr erwarten. Oder, ja, nicht dieses Jahr, aber dieses Jahr erwarten uns eigentlich nur Battlefront-DLCs. Wobei, es gibt ja noch Galaxy of Heroes. Heißt es so? Dieses Mobile-Game? Das ist nicht meins, aber... zwischendurch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob jemand das schon mal von euch gespielt hat. Ich auf jeden Fall nicht. Und da ist es so, dass dieses Spiel und Battlefront die Games für dieses Jahr sind. So rum. Und die Games fürs nächste Jahr werden bestimmt Battlefront sein. Battlefront 2 und vermutlich... es ist ja auch ein Gerücht, dass es ein Game geben soll, welches so sein soll wie Uncharted im Star Wars, die mit mehreren Charakteren. Und zwar hat man auch während des Star Wars Panels da ein paar Details ausgeplaudert. Es gab ja diesen Teaser-Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr die E3 gesehen habt. Da gab es ja damals mehrere Star Wars Games, die gezeigt wurden. Und eben ein Spiel, wo kurz gezeigt wurde, wie ein... Ich weiß nicht, ob es ein Jedi war oder ein Sith. Ja, keine Ahnung. Der ist ja aus diesem Gebäude rausgegangen. Es kamen zwei TIE darüber geflogen und es war, glaube ich, auf Tatooine. Und das ging auch nur 3-4 Sekunden. Und deswegen wird es spannend, finde ich. Ja,
zu gucken, welche Games da erscheinen. Es gibt ja auch noch Spiele, die wir noch gar nicht kennen, wo wir nur Konzeptart gesehen haben. Also ich glaube, das Star Wars Universum wird noch richtig gut. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Grafik von Star Wars Battlefront hier anguckt, die sieht ja unfassbar gut aus. Und man nimmt sich die als Maßstab dann für Star Wars, für die kommenden Star Wars Games und entwickelt diese Grafik noch weiter. Boah, das ist unfassbar. Es sollen ja auch noch VR-Games geben mit Tatooine und so weiter und so fort. Also, ich glaube, schon einiges erwartet uns da. Und es dauert aber noch ziemlich lang. Ich glaube, die Zeitspanne gibt bis zum Jahr 2018 vielleicht. Boah, das dauert auf jeden Fall noch. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Wir haben ja Battlefront jetzt hier, welches ich, wie gesagt, immer noch gerne spiele. Und die Atmosphäre in Battlefront ist einfach mega. Kann man sagen, was man möchte, oder? Aber wie gesagt, die Spieltiefe, ich sag's in jeder Folge inzwischen. So, und wir haben ja den Bespin DLC zum Beispiel gespielt und muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich fand den ziemlich öde. Man hätte eigentlich viel Cooleres rausholen können. Und die Map-Auswahl und so weiter ist jetzt auch nicht so der Brüller, oder? Das hatte ich ja damals schon kritisiert. So. Die Helden. Lando ist cool auf jeden Fall, aber... der Kopfgeldjäger, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was man sich damit verspricht. So, wir haben jetzt einiges gut zu machen, weil die letzte Folge natürlich so schlecht war. Ja, ganz kurz noch. Ich nehme hier gerade mit einer neuen Software auf und wie gesagt, diese Facecam-Geschichte und so. Ich hoffe, dass das alles funktioniert und dass es auch einigermaßen flüssig ist und so. Ansonsten, Facecam soll ja öfter jetzt wieder in den Let's Plays drin vorkommen, weil macht das so alles ein bisschen persönlicher und ich rede jetzt dann zu euch, ne? Und vor allem bei einem Spiel wie Rainbow Six Siege oder bei GTA, bei den Stunts oder whatever, ist es mega cool, die eingebunden zu haben. Und macht es auch ein bisschen persönlicher, weil ihr dann die Reaktion immer seht. Ja? So, aua, aua, aua. Boah, vielen Dank. Ach, und meine bescheuerten Gesichtsausdrücke seht ihr auch. Achso, und ein Offline-Modus von Star Wars Battlefront kommt jetzt auch noch. Meine Herren, da könnt ihr gegen Bots spielen. Das war ja im Battlefront 2, glaube ich, so unfassbar beliebt. Boah, das habe ich auch immer gesuchtet. Auf der Map Geonosis. Boah. War geil. Einfach geil. Ja. Nein. Ja. Immer ein ATS-Thema, meine Leute. Meine Ladies and Gentlemen, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf hier. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, das würde mich interessieren. Was haltet ihr von dem Rogue One DLC? Was haltet ihr von dem Todesstern DLC? Was haltet ihr von dem Trailer? Von den ersten Screenshots? Was sagt ihr zu den Helden? Schreibt es doch mal in die Kommentare unter diesem Video, das würde mich sehr, sehr freuen. Und da kommt es von da oben. Ja, und dann flieht die feige Sau. Was sind immer die Liebsten, die ich habe, ne? Die greifen einen ATS hier an. Und wenn du dann Widerstand geben willst, hauen die ab. Da, guck mal da hinten. So. Aber da sind noch welche. Von der Rebellion. Guck mal hier. Warte mal, ist das nicht Boba Fett oder sowas? I can't see him. Oh, guck mal hier. Boah, die kommen jetzt alle hier. Warum kommen die so nah an den AT-AT dran? Was haben wir denn? 6-2, okay. Wo will der denn hin? Ach, Gottchen. Ich muss mal runter. Ich muss meinen Monitor. Warte mal eben. So. Jetzt gucke ich nicht mehr so runter, oder? Ja, weil ich gucke immer nach unten. Dann sieht das aus. Kennt ihr das immer, wenn Lehrer so machen? Ich helfe dir. Yeah. Wir haben eine mega Position hier, weil wir ein bisschen erhöht sind. Aber wir gehen mal den AT-AT beschützen. AT-AT, sagt die AT-AT? Ja gut, wie soll man das in die Kommentare schreiben? Was haben wir denn? 8-2. Okay. Im Panzer in Battlefield 1 haben wir 27-2 geschafft. Rang 39 erreicht, meine Herren. Wo ist der? Ah! Okay, alles klar. Kannst du auch einfacher machen. Guck mal, was wir für Killstreak hier schaffen. So weitergeht. So. Zack. Da ist doch einer.
Zack. Jetzt geht's hier rund. Achso, das ist einer von uns. Ups. Ich hoffe, dass sie bei Battlefront 2 endlich dieses Squad-System einführen. Aber das wünsche ich mir die ganze Zeit schon. Bei Battlefield 1 kommt das ja jetzt. Also richtig Gutes. Alter, wie viele Kills habe ich? 17-2, alles klar, ey. Es geht nicht ab hier gerade. Kleiner Tipp, wenn ihr euch jetzt im Battlefront einloggt, kriegt ihr übrigens, im Battlelog habe ich gesagt, ne? Im Battlefront kriegt ihr übrigens 5000 Credits, für alle, die das gerne machen wollen. So, wir gehen mal weiter. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit campen, habt ihr schon recht. Nicht aufregen. Nicht aufregen, Freunde. Okay. Hi du. Okay, wir gehen jetzt mal ein bisschen hier offensiver. Ja, man merkt schon. Kann das her. Eins. So. 23-2. Bevor ich jetzt drauf gehe. Ja, 24-3. Das war doch schon mal ein guter Killstreak hier im ATST. Kann man machen. Das muss ich mich natürlich auch hier im Nahkampf bzw. als Sturmtuppler beweisen, oder? So. Okay. Here we go. Wo sind die bösen Menschen? Okay, okay, okay. Boah. Die Bomber der Rebellen haben unsere Kampfläufer als Ziel erfasst. Beim Jetpack bin ich immer noch so ein bisschen unschlüssig, ob der gut ist. Na komm! Yeah! Kampfmeister, erziele 25 Kills, kein Problem. Wir sind tot, wir sind tot. Ah, wir sind tot. Kam zu viel, aber wir haben Assist Points bekommen. Guck mal, 26-4, das ist doch eine schöne KD. Explosiver Schuss. Ach, den hatte ich ja am Start. Den hätte ich am Start, den hätte ich ja reinhauen können. Wieso habe ich das nicht gemacht, Freunde? Wie ist das? Boah. Hopp. Die Rebellen kontrollieren die Ablenkstation. Die Rebellen kontrollieren die Ablenkstation. Lass mich in Ruhe. Da. Oh mein Gott, da sind ganz viele. Oh, Alter. Kann auch reden miteinander. So. Okay, Freunde. Es ist Zeit aufzuräumen. Hopp. Aber unser, Alter, unser AT-ATs sind ja noch mega am Start. Wir müssen die Dinger herunterfangen hin. Ich mach das mal. Also ich versuche es zumindest. Ich mach das nicht, ich versuche es. Ich mach das mal, ist einfach gesagt. Ja, ich mach die Arbeit, kommt ein ATST und ich krieg nicht mal den Lohn. Nicht mal den Lohn dafür. Okay, alles ist gut, Freunde. Boah. Alter. Okay, rein in eine gute Stube. Ist das direkt unter uns? Alter, mega laggy. Ja, dann abhauen, ne? Du Feigling. Okay, komm, wir gehen hier runter. Deaktivieren, go. Mach. Alter, ich hätte den wenigstens am Geschütz ausschalten können. Wenigstens am Geschütz. Du Sau. Kann ich fliegen mal, oder? Habe ich hier mein... Das war in mir. So. Wie? A4, ne? Okay. Willkommen. So, hier mit meinem Xbox One Pad. Endlich mal wieder. Was ist das? Niemand in Luft. Wie low. Doch. Da. Ah, ne, das ist ein Dings. Ist hier kein Dings in der Luft? Der fliegt einfach wie ein Stein gegen mich. Na toll.
Oh. Mein Gott. Hopp. Überall welche. Oha. Der war nice, oder? Warte mal, ist doch einer. Wo ist der? Ah, der ist tot. Okay. So. Wir haben eine intelligente Rakete. Wer will sie in seinen Bobbes kriegen? Ich bin bereit. Okay, Leute. Wir geben alles. Boah. Boah. Du hast meinen Bro getötet. Du hast keine Konsequenz zu erwarten, weil ich Idiot daneben schieße. Okay. Das ist einer von uns. Mein Gott, ich bin ziemlich... Ich bin kein guter Mitspieler heute. So, rein in die Höhle. Boah. Alles klar, ey. Ja, ja, ich stelle das Feuer ein. Boah, Deckung. Warte mal, der lädt. Wow, weg hier, Jungs. Weg hier. Wir können den Weg absperren hier. Guck mal. Die wollen alle nur die blöden Kills. Wir müssen eigentlich nur diesen Punkt halten, weil dann können die nämlich nicht durchstarten, weißt du? Muss man hier kurz... So. Also Bescheid, ne? Okay. Bereit machen zum Feuern. Oh! Alter, wieso habe ich dem denn nichts abge... 0% hatte der? Okay, warte mal, der E11, der... Täuscht mich gerade ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir denn inzwischen? 29,8, ja. Okay, wir sind spitze Spieler, ey. War, bisschen enttäuschend. Der E11. Haben die den genervt? Keine Ahnung. Boah. Hier oben, ne? Alter. So, mal kurz regenerieren. Boah. Okay, der ist geflogen. Ich kann jetzt selber nicht durch mein eigenes Gas rennen. Sehr gut. Könnt ihr deaktivieren? Lord Vader ist am Start. Sehr gut, deaktiviert. Okay, jetzt heißt es halten. Huiuiuiuiui. Dann bringen wir das Ding gut nach Hause. Aber wir brauchen mal ein Jetpack. Ah. Ich check nix. Oh, ich wollte gerade, wenn ich Sperrfeuer rausgepfeffert hätte, Leute. Das macht nix. Okay, weiter. Weiter geht's. Boah, ich will gerne hier den. Nein. Okay, er hat ihn. Er war früher da, Leute, er war früher da. Hat er sich dann verdient. Okay, Leute, ist alles kein Problem. Hier irgendwo, warte mal. Oh, was ist das denn hier? Nix für mich. Die Bombe der Rebellen greifen an. Ja, scheiße, wa? Mann, ich habe kein Jetpack, deswegen komme ich hier nicht hoch. Jetzt. Weg da. Boah, was ist denn hier los? Komm her. Ah, zack. Na komm. Nein. Oh. Yes. 37,9, meine Freunde. Was eine Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die brandneue Episode Star Wars Battlefront hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Einmal zu dieser Facecam-Geschichte und natürlich zu der anderen Sache mit dem ganzen Update-Kram. Was sagt ihr zu den Download-Content, zu den Helden? Freut ihr euch drauf? Findet ihr die Idee gut? Freut ihr euch? Spielt ihr überhaupt noch Battlefront? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns dann wieder in einer weiteren Episode. Ihr findet übrigens mein Facebook, mein Twitter, mein Instagram und den ganzen anderen Kram unter diesem Video in der Beschreibung verlinkt, sowie alle anderen Battlefront-Folgen. Das ist doch toll, oder?
Achso, noch eine Kleinigkeit. Guck mal im Hintergrund, wir haben noch prominenten Besuch heute gehabt in der Folge. Seht ihr? Na? Sturmtrubler und R2D2. So, jetzt aber.